Keine Sorge. Hallo, liebe Freunde. Ich bin Frater Ignatius Kubik und seit 2 Jahren eine zeitliche Professin im Deutschen Orden. Ich komme aus Prag in Tschechien. Daher Entschuldigung für mein böhmisches Akzent. Ich bin in einer großen gläubigen Familie aufgewachsen, wofür ich besonders meinen Eltern, aber auch meinen Geschwistern sehr dankbar bin. Ich bin der jüngste von 6 Kindern, der schlimmste. Ich studiere hier, weil mich mein Orden hierher gesandt hat. Das kann fad klingen, aber ich weiß, dass ich genau da bin, wo ich sein sollte. Und ich bin sehr glücklich. Das ist zwar nicht nur Verdienst der Hochschule und des Seminars, aber sie haben großen Anteil daran. Hier ist eine gute Gemeinschaft und ich kann es mit 3 F-Worten beschreiben. Keine Sorge. Freundlich, fromm und familiär. Unser Herr hat für mich alles zur rechten Zeit erledigt und besorgt, auch durch die Mitmenschen. Als ein Beispiel dafür nenne ich immer gerne den schönsten Brief, den ich einmal bekommen habe. Von meiner Mitschülerin und großen Freundin Julia. In unserer Klasse waren wir die einzigen gläubigen Katholiken. Diesen Brief habe ich genau zur richtigen Zeit bekommen, im Mai im Noviziat. Als ich viel darüber nachgedacht habe, wie blöd und schlecht ich an der Mittelschule war, da ich ständig blöde Witze erzählt hatte, viel Zeit verschwendete, nicht bemüht war, jemanden zu bekehren. Und dann kam an Ostern dieser Brief. Ein Mitseminarist hat gesagt, dass es nicht viel geändert hat, aber hoffentlich schon. In ihm hat sie von sich selbst erzählt, was sie normal nicht macht und weil sie im Gespräch mit mir die halbe Zeit meine Witze hören muss, dann ein Viertel meiner Sorgen und Untugenden und dann im letzten Viertel kommt sie vielleicht dazu, etwas von sich zu erzählen, wenn ich sie nicht mit meinem nächsten Witz unterbreche, so ihre Worte. Sie hat mir etwas Folgendes geschrieben. Ich weiß nicht, wie du mich kennst. Wahrscheinlich kennst du mich nicht so gut. Ich kenne mich ja nicht mal selbst so gut. Aber dich kenne ich als einen Menschen, der in der Welt lebt, der mit jedem sprechen kann und der unglaublich direkt ist und der jeden zum Lachen bringen kann. Du kannst mich zum Lachen bringen und unglaublich viel ermutigen, aber ich muss dir eigentlich gar nichts sagen. Also zusammengefasst, ich danke dir, dass du manchmal so viel sprichst, dass du eigentlich so ein bisschen ein Egoist bist, dass du mich nicht zu Wort kommen lässt, dass du nicht besonders hübsch bist, dass du ein Priester sein wirst und dass du deine blöde Witze hast. Denn ohne diesen Sachen gäbe es wahrscheinlich zwischen uns ein großes Problem. Diese Sachen musste ich auch deshalb sagen, damit du nicht ein zu großes Ego entwickelst und damit du nicht ganz rot wirst. So schrieb mir Julia. Manchmal ist der Ordensweg echt schwierig. Er ist nicht immer leicht. Ich würde sogar sagen, dass es manchmal von einer Krise zur nächsten geht. Und doch ist der Weg gleichzeitig auch ganz wunderbar und schön, macht glücklich und ist mit Gottes Segen erfüllt, wenn man dazu berufen ist. Deswegen bitte ich euch auch um Gebet, weil ich nur ein kleiner und schwacher Ordensmann bin. Aber wie der heilige Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Danke.